checken, ob die Kamera scharf ist. Ist alles soweit richtig? Zoom in, zoom in, zoom in. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist eure Lieblingsgesanglehrerin wieder am Start und heute schauen wir uns mal die Namika an. Ich versuche ganz viel zu sagen innerhalb eines Videos und ja, natürlich auch immer noch positiv und interessante, lehrreiche Anmerkungen, die ihr dann zu Hause auch benutzen könnt. Du solltest definitiv abonnieren, damit du nichts verpasst. Wir haben ganz tolle Tutorials, wir haben ganz tolle Tipps und Tricks hier auf meinem Kanal. Meine Schülerin ist auch auf meinem Kanal zu sehen. Ihr könnt sehen, wie ich mit ihr arbeite. Und wenn ihr wollt, dass ich euer Video, euer Cover analysiere, dann schaut doch mal auf meiner Homepage tanjaledyvocalstudio.com nach oder auf meiner Steady Gesangsschule Info. In der Infobox sind die Links und auch in den Kommentaren. Lasst uns loslegen. Sorry, ich habe gerade festgestellt, dass ich die Betonung falsch gelegt habe. Es ist Namika und nicht Namika und nicht Namika. Also hier auch nochmal so. So, lass uns doch mal rein. Hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich gehe. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag, pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und meine okay, zwei Tassen Kaffee. Ja, Namika hat ein schönes Timbre, ne? Sie hat so eine schöne, nicht unbedingt dunklere Stimme, aber sie hat so eine dunklere Farbe in ihrer Stimme, ne? Wobei sie registermäßig, ich weiß schon ein bisschen höher kommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ein Contralto ist oder ob sie auch schon Mezzo ist. Auf jeden Fall, ja, ich mag ja gerne eher so Frauenstimmen, die so ein bisschen dunkleren Klang haben. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich auch so einen dunkleren Klang habe, aber das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Übrigens, also so eine Stimmfarbe kann man leider nicht ändern. Also dieser Stimmklang, das Timbre einer Stimme ist leider etwas, was man zwar irgendwie manipulieren kann. Man kann den Sound, den Klang verändern mit Zungeneinstellungen, Vokale, aber so richtig die Stimmfarbe, die kann man eigentlich nicht ändern. Also es sei denn, du hast eine Distortion, also manche Stimmen sind von Natur aus dunkler, manche sind von Natur aus dunkler, weil sie eine Distortion haben, also vielleicht Knötchen haben, weil die Stimmbänder sich nicht richtig schließen und dadurch kann es auch sein, dass die Stimme dann dunkler und tiefer wird und dann muss man definitiv zum Arzt gehen und gucken, ne, was mit den Stimmbändern ist, weil das kann durchaus daran liegen, dass die Stimmbänder dann ja verfälscht werden, verformt sind und dadurch dann einen tieferen Klang haben. Das ist jetzt aber hier nicht der Fall. Ja, und meine zwei Tassen Kaffee mit einem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Ja, was mir auch auffällt, abgesehen von ihren echt geraden hübschen Zähnen, dass sie auch eine echt hübsche Frau ist, muss man dazu sagen, und auch ein schönes Lächeln hat, ist auf jeden Fall erstmal Clarity. Clarity ist auf jeden Fall dieser saubere Tonklang, ne? Also ihr kennt es ja, wir hatten das ja schon mal drüber gesprochen, Vocal Fry, Smooth Onsets. Also da ist bei ihr kein Vocal Fry, es ist nicht, aber bitte red weiter, sondern es ist, aber bitte red weiter. Es ist wirklich sehr klar ausgesungen. Es ist ein klarer Stimmansatz hier auch wieder, ne? Was mir auch bei Namika auffällt, warum es so viel einfacher ist für meine Schüler zu singen, ist, weil Namika sich in einem bequemen Register bewegt, ne? Also die Songs, die sie singt, sind ja alle sozusagen in einer Tonlage, mehr oder weniger, ne? Genauso wie mit Lieblingsmensch. Da war es auch alles so relativ in einer Tonlage. Und das ist natürlich viel, viel einfacher zu singen, als wenn du jetzt zum Beispiel eine Helene Fischer hast, wo das sich natürlich im Register schon wieder woanders bewegt. Sie ist auch ein bisschen höher im Register. Also ich glaube eher, dass sie Mezzo-Sopran ist. Und hier ist natürlich die Bequemheit ein guter Vorteil, ja. Also vom Register. Und natürlich auch die Komponente Sprachgesang. Also es ist eine Mischung zwischen Sprachgesang und ausgesungen. Also dadurch, dass sie halt im Speech Quality ist, ist es relativ bequem. Ich kenne jetzt den Text nicht so gut. Ich nehme jetzt mal Lieblingsmensch.
weil ich das von meinen Schülern noch kenne. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment. Siehst du, da habe ich ja auch nicht viel ausgesungen, sondern ich habe es ja immer angesungen. Hallo Lieblingsmensch, das ist jetzt Sprachgesang, ein bisschen auf einer höheren Tonlage, ein bisschen höher als was ich jetzt sonst sprechen würde. Mensch, meine Stimme ist heute auch so tief. Ich habe ja so einen Hyper-Acid-Reflux, ne? Und ich merke das ja, wie stark das meine Stimme jetzt seit anderthalb Jahren angreift. Also ich habe ja seit anderthalb Jahren einen Hyper-Acid-Reflux und es hat mir echt die Stimme weggesäuert, also wirklich. La la, oh la 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 la. Deine langen wilden Haare, die kleine Narbe im Gesicht, selbst der Staub auf deiner Jeans hat es Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Libertät, solange wir beide sie uns teilen. Einmal nochmal auch ganz kurz bis hier. Ich finde auch, also erstmal Hut ab, dass sie live singen. Das ist tatsächlich leider so eine Sache mit live singen. Also man muss den Leuten das schon... Ja, also es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Leute live singen. Obwohl das heute je mehr denn... ever gefördert wird, ne, im Grunde genommen, aber es gibt trotzdem eben viele Länder, die das nicht wollen, dass du im öffentlichen Fernsehen live singst. Das hat ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man das eigentlich nicht möchte. Gehe ich aber nochmal in einem Video genauer drauf ein, da sprechen wir mal über Playback und Livegesang. Also ich finde es sehr gut, sie ist live sehr gut, also das muss man wirklich sagen. Es gibt viele Sänger, die live nicht so doll sind. Ich finde Sarah Connor ist zum Beispiel live sehr gut auch, Helene Fischer, ne. Ganz viele aus dem Schlagerbereich sind live gut und mittlerweile ist der Anspruch auch hoch, ne? Aber ich finde, sie macht einen klasse Job. Sie klingt sehr, 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 sehr gut. Also es ist nicht flat oder irgendwie sowas, ne? Und eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, jetzt nochmal zum Abschluss, wir machen mal nur bis hierhin, ist, dass sie im Sitzen singt. Und da hatte ich ja auch schon mal im Video gesagt, Vorsicht mit im Sitzen singen. Gesangslehrer wollen immer im Grunde genommen oder in supporten, dass du im Stehen singst, damit du einfach viel mehr geerdet bist, dass du einen guten, natürlichen Atemfluss hast, Atemweg hast, dass das Zwerchfell nicht eingeknickt ist, dass du nicht durch eine falsche Haltung den Kehlkopf manipulierst und der dann irgendwie manipuliert wird, nach unten oder nach oben geht. Also viele, die sozusagen im Stehen singen oder im Sitzen, also gerade im Sitzen tendieren viele halt eben den Kopf nach vorne zu hängen, Schultern vorne. Und dann tut es hier in dieser pharyngeal area, kann sich dann sozusagen Spannung bilden, ne? Und dann kann sich der Kehlkopf beispielsweise senken. Das ist besser, ist es im Stehen, gerade als Anfänger. Wenn du jetzt natürlich fortgeschritten bist oder Sänger bist und für dich das okay ist und es keinen Unterschied macht, ist es klasse. Jedoch will ich noch mal darauf hinweisen, im Sitzen singen kann auch zu Verspannungen in anderen Körperteilen führen. Und das kann dann schlussendlich dazu führen, dass du viel mehr Energie geben musst auf deine Stimmbänder. Ups. Und die dann viel mehr belastet sind, viel mehr Druck ausüben müssen, weil woanders etwas nicht ausgeglichen ist. Was du ausgleichen könntest, indem du einfach stehst und eine gute Head-and-Neck-Anchoring hast und eine gute Körperhaltung hast. Wenn euch das Video gefallen hat, Kinder, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonnement. Teilen. Ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern, mit meinem Studio, mit meinem Leben hier in Singapur. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich auch auf Instagram findet. Ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Ich drücke euch ganz doll und Hashtag starke Stimme. Gebt mich auf. Ihr seid nicht alleine auf eurem Weg. Es ist ein schwieriger Weg. Singen dauert Momente. Es ist ein Muskel. Leute, seid geduldig mit euch selber. Es wird alles gut. Ich glaube an euch. Stellt mir eure Fragen. Ich versuche, wenn immer ich kann, auf alle einzugehen. Ja, ich hab euch lieb und ich drück euch und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die kommenden Videos jetzt schaut. Dort bin ich mit meiner Schülerin unterwegs und das andere Video ist Helene Fischer. Dort analysiere ich Helene Fischer.